Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach den Ereignissen in Köln redet jetzt jeder über sexuelle Gewalt an Frauen, oft jedoch leider in Verbindung mit rassistischen Vorurteilen. Das Thema sexuelle Gewalt ist nun in aller Öffentlichkeit, und ich finde, dass es auch gut so ist, also gut ist. Gewalt gegen Frauen ist tatsächlich ein wichtiges Thema und ein Problem, das in allen Bereichen der Gesellschaft existiert, nach wie vor und nicht erst seit der Silvesternacht in Köln. Dennoch bleibt es oft nur ein kurzer Aufschrei. Keine Erwähnung finden andere Formen sexueller Gewalt, die tatsächlich omnipräsent sind. Ignoriert werden andere dunkle und schwer einsehbare Räume. Ich rede hier von der digitalen Welt, die mehr und mehr zu unserer natürlichen Umwelt wird. Und Menschen verbringen tatsächlich mehr Zeit auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken als auf Bahnhofsvorplätzen. Es gibt jedoch Übereinstimmung in den Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung dieser Form von sexueller Gewalt. Frau Recker, die Oberbürgermeisterin von Köln, rät zum Beispiel, sich von gefährlichen öffentlichen Räumen fernzuhalten. Oft wird Opfern von Cybergewalt auch geraten, sie sollen digitale Räume vermeiden, in denen sie gemobbt oder sexualisiert angegriffen werden. So, statt ein Problem zu erkennen und es zu bekämpfen, werden lediglich die Opfer oder potenzielle Opfer aus dem Sichtfeld entfernt. Ganz nach der Logik, kein Opfer, kein Verbrechen. Ich glaube, das kann nicht der Weg sein, sexuelle Gewalt und Cybergewalt zu bekämpfen. Also das kann so, glaube ich, nicht gelöst werden. Wir Frauenpolitikerinnen sind uns eigentlich einig, dass Cybergewalt ein immer größer werdendes Problem ist. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da sind wir uns auch einig. Da waren wir im Frauenausschuss, haben wir lang und breit darüber diskutiert, welche Maßnahmen konkret nötig sind dafür. Jedoch, was sozusagen diese Einsicht nicht so untermauert hat, war, dass da keine Konsequenz dabei rausgekommen ist. Der Antrag der Grünen, dem wir als Fraktion, als Linksfraktion zustimmen, wurde trotz des offensichtlichen Handlungsbedarfs, was ich schon gesagt habe, im Frauen- und Rechtsausschuss einfach mal so abgelehnt. Ja, der regierende Bürgermeister hat angekündigt, eine digitale Agenda vorzubringen. Aber es ist nur eine Ankündigung. Und diese 10 Punkte, die habe ich mir auch angeschaut, das ist tatsächlich nicht mehr als Ankündigung. Und wir wissen nach 5 Jahren nur zu gut, dass Ankündigungen der SPD-CDU-Koalition in der Regel keine Folgen haben. Wir kennen ja ihren Politikstil inzwischen. Es wird geprüft, Ankündigungen werden gemacht, dann werden Ankündigungen wieder wiederholt und am Ende passiert nichts. So, das ist sozusagen das Verfahren dieser Regierung. Und wir haben mehrfach vorgeschlagen, einen Maßnahmenplan analog zum Aktionsplan gegen häusliche Gewalt aufzulegen. Doch für diese Legislaturperiode können wir wohl die Hoffnung begraben, dass der Senat hier tatsächlich aktiv wird. Er bringt ja nicht einmal die integrierte Maßnahmenplanung gegen sexuelle Gewalt auf den Weg. Dieser Senat steht für Stillstand, auch im Bereich der Frauenpolitik. Die letzten 5 Jahre sind meines Erachtens verschenkte 5 Jahre. Die Aufgabe eines neuen Senats nach den Wahlen wird es sein, den Scherbenhaufen dieser Senat, also dieser SPD-CDU-Regierung aufzukehren, den geschlechterpolitischen Stillstand zu überwinden und endlich wieder die Probleme unserer Stadt anpacken. Vielen Dank.